Tina Turners Auftritte sind selten. Einer dieser seltenen Auftritte, Seite an Seite mit Ehemann Erwin Bach, gestern Abend. Volksnah und mittendrin lässt sich der Superstar zum großen und bunten Hallo hinreißen. Doch bald darauf verzieht sie sich, genießt den Abend im Hintergrund und überlässt die Bühne ihren Kolleginnen. Doch wie holt man sich für sein Projekt einen Weltstar wie Tina Turner an Bord? Die Initiantin Regula Curti verrät es. Manchmal braucht es eine Portion Glück. Mein Mann hat im gleichen Haus gewohnt wie sie. Und sie hat uns kennenlernen. Und so haben wir über Spiritualität angefangen zu reden und über Singen geredet. Und aus dieser Freundschaft ist das Projekt dann entstanden. Bühnenkollegin Dechen Shakdaksi schwärmt von der großen Sängerin. Sie ist wirklich so, wie sie auf der Bühne einfach ist. Man sitzt neben ihr und man fängt auch an vibrieren. Tina Turner und große Auftritte, das ist passé. Sie mag auch keine Interviews geben. Doch zur indischen Duftnote im Partyzelt gab es Videoausschnitte zum Projekt. Und dort redet der Superstar durchaus. Ich bin inzwischen auf einem anderen Level. Meine Mission ist eine andere als früher. Ohne Minirock und rote Lippen. Damit habe ich Aufmerksamkeit erregt, damit ich diese Bewegung hier unterstützen kann, die etwas Größeres ist. Zu einer kleinen Aussage vor Ort lässt sie sich dann doch hinreißen. Ich wünsche mir, dass all unsere Wünsche mit diesem Projekt in Erfüllung gehen. Ein Abend mit einer erfüllten Tina Turner, die sich nicht zu sehr ins Zentrum rücken wollte und doch Mittelpunkt des Abends war.